So, schauen wir mal. Der Shadow hat gerade gesagt, der Timer ist kein Problem. Just play it safe. Okay, das war jetzt ein bisschen spät, dass er das Ding gezogen hat, aber okay. Schauen wir mal, was ich zusammenziehen kann. Ja, die können wir schon zusammenziehen. Oh boy, es macht keiner die Orbs. Oh boy, das wird eine ganz üble Angelegenheit. Ich kann halt nicht die Orbs machen, wenn ich die Inka laufen habe, weil da muss ich hauen spammen, dass ich halt... Warte mal, hat er jetzt den Käfig nicht aufgemacht? Ach, komm on. Wo macht er den Käfig denn nicht auf? Fuck me, schreibt er. Ja. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Shockwave. Ich habe die extra alle in den Käfig reingezogen. Und er zieht den Käfig halt nicht. Oh, jetzt haben wir da ein Ele drin. Jetzt kann ich die aus der Falle nicht rausziehen und aus der Shockwave nicht. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Shockwave. Fuck, da ist auch die Shockwave. Gerade wieder ein Ding hochgegangen, ne? Shockwave. Shockwave. Also, ne, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich zieh die extra alle in den Käfig rein und er aktiviert den Käfig halt nicht. Perfekt. Perfekt. Können eigentlich einen kleinen hier mit ranziehen. Also wir spielen dann eh alle, aber... Wenn die schon sowas schreiben, easy, mach mal, ja. Mal gucken. Also ich finde eigentlich in der Instanz sind eigentlich nur die Bosse krass. Gut, es gibt ein paar Trash-Mobs, die sind ein bisschen nasty, ne? Wie überall, aber jetzt nichts richtig Übles, finde ich. Wobei die einen, die wir skippen wollen, die vielleicht, aber wenn die skippst, dann hat sich das eigentlich. Aber mal gucken, ne? Nicht zu früh freuen. Gucken wir jetzt einfach gleich mal, wie der Boss-Damage ist. Ich will gar nicht sehen, dass ich wieder mehr heile als der Heiler. Das machen wir lieber zu. Eigentlich hätten wir den auch da reinziehen können, aber ich wollte es jetzt halt safe spielen. Also den machen wir mit. Also es mit den Orbs klappt ziemlich schlecht, wenn ich jetzt ehrlich bin. What the fuck? Hat der mir gerade reingehauen? Da habe ich nochmal eine Inka. Die macht auf jeden Fall eh Schaden, wenn er da reinwirbelt, ne? Also die Orbs, ich glaube nachher werden uns die Orbs nur so grillen. Also, ich kann die zwar zwischendrin ein bisschen Mondfeuern, ne? Aber ich kann halt nicht die ganze Zeit nur die Orbs spielen. Sonst wird es bei mir defensiv halt schwierig. Sagen wir es mal so, ist nur nett zu formulieren. Den wollte ich da jetzt nur weg. Jetzt hat der Worry da seinen Speer hingelegt.
Komm, ich wall jetzt hier lieber mal. Immer runter. Da eigentlich so wenig Schaden. Schauen wir mal gleich, wie viel Boss-Damage wir haben. Warte mal, den tue ich mal schnell displayen. Das Gute ist, Hunter kann halt auch Rage-Effekte runternehmen, ne? Also, wenn du einen Druid-Tank und einen Hunter hast, dann kannst du eigentlich ziemlich viele Rage-Effekte runternehmen. Okay, Heiler-Mana sieht gut aus. Holen wir den Kollegen mal. Defensive. Stack. Oh, da im Boss ist der Ding dran, habt ihr gesehen, der Einschlag, ich hätte ihn fast nicht gesehen, weil er im Boss drin ist. Defensive. Special coming. Macht denn der... Hä? Ist noch der E-Schaden von vorhin? Oder warum habe ich fast zu viel Damage wie der Worry? Irgendwas stimmt doch da nicht. Das war wahrscheinlich noch der E-Schaden von vorhin. Ich glaube, ich mache sonst keine 10k. Ich spare mir jetzt mal meine Inke hier auf. Und tue den für den nächsten Pull dann reinhauen. Wir brauchen jetzt eigentlich keinen großartigen Boss-Single-Target-Damage. Hier hätte ich es doch ziehen können. Defensive. Das ist immer das Ding, wenn das ewig delayst, ne? Immer so die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Aber jetzt kommen gleich ein paar mehr Mobs. Kriegt irgendwie jedes Mal der Worry ab. Der Arm muss immer ganz nach hinten laufen. Da fühle ich so ein bisschen bei Mili mit. Wenn es halt der Heiler oder der Hunter abgeht, ne, dann abkriegt, dann muss halt keiner so ewig einen Marsch machen. Special coming. Ja, müssen nochmal weglaufen, ne? Das wird nicht ganz ausgehen. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal CDs auf den Boss ziehen können. Defensive. Aber egal. Okay, ich brauche jetzt quasi die hier. Unser Ziel liegt tief. Fuck, die haben den Heiler weggeratzt. Interrupt. Interrupt. Das ist halt immer die Kacke. Ich überlebe das dann halt, aber dann stirbt halt irgendwer anders, ne? Das ist der Heiler und der... Oder? Das sind zwei gerippt, oder? Doch, sind zwei gerippt. Na, vielleicht war es doch keine gute Idee. Ich habe meine Inka gespart. Ich glaube, vor dem Typen solltest du nicht stehen. Holy moly. Wenn er seinen Buff kriegt, ne? Ist natürlich schon krass, was er dann raushaut. Jetzt haben wir dann gleich nochmal so ein Ventil Cage. Ich hoffe, der eine zieht das diesmal rein. Ich habe mir jetzt mal hier meine beiden Cooldowns offen gelassen. Interrupt. Ich spiele jetzt safe. Ich ziehe jetzt hier nichts mehr dazu.
Interrupt. Run. Interrupt. Die können auch ganz nasty sein, die Mobs. Run. Ich glaube, die Inka spare ich mir für die nächsten auf. Gut, waren wir nicht schnell genug, dass wir zwei Packs rein. Also ich hätte auch natürlich mehr reinziehen können, aber. Wir machen es jetzt mal vorsichtig. Priester meinte ja, safe. Wir kriegen es auf jeden Fall in time. Also eigentlich ist die Innie auch relativ, relativ gut vom Timer, da kannst du eigentlich nichts sagen. Wenn du die hier in die Ecke ziehst, dann kannst du eigentlich den Ding auf der anderen Seite brechen, also wenn du rüberläufst. Geht eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich die jetzt hier auf die... Man kann sie natürlich auch ganz hinten rausziehen. Das geht auch. Das macht der Hunter da. Ich will nicht, dass der was edit. Also da kannst du hier eigentlich gut die Dinge brechen. Alternativ kannst du natürlich auch komplett auf die andere Seite rumziehen. Aber naja, was jetzt notwendig ist. Sollen wir für den einen Battle Rats raushauen? Ich weiß nicht. Für Mr. Easy Easy schaffen wir auf jeden Fall in Teil. Ach ja. Der Heiler ist über ihm im Schaden. Der ist auch tot, ne? Aber das haut schon Damage raus. Ich weiß gar nicht, ob ich dem ausweichen kann, theoretisch. Ich spare lieber die B-Rats immer für Bosse auf, ne? Als jetzt hier irgendwo beim Trash. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, in der Zeit wäre Locke wieder rangelaufen, wenn ich ehrlich bin. Die Gefangene ist unten. Also hier kannst du eigentlich easy ein paar Packs zusammenpullen, aber wir machen es jetzt einfach safe. Trash Buff musst du dann doch ein bisschen aufpassen, zumindest. Vorher sind mir ja auch die Leute blöderweise weggenippelt, ne? Als ich die Anführungszeichen, gut, es waren jetzt nicht wirklich so drei, es waren zwar drei Packs, aber keine drei starken, ne? Es waren nur ein Haufen Viecher. Nächste reinziehen.
Aber der Hunter ist auch ein bisschen am Mitdisziplin, wie ich sehe. Zumindest ab und an. Euer Volk ist so. Ja, da kommt dann gleich die Putt, ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir ziehen ihn hinter, aber die Putt kommt, dann nicht gut. Da würde ich rausgehen. Oh, der Priester. Hat er released. Warum ist es eigentlich immer so, dass die Leute, die die größte Gosh haben, meistens dann die ganze Zeit irgendeine Kacke bauen? Also irgendwie, ne? Weiß auch nicht. Was kann ich tun? Sollte für einen Jäger ab plus 15 normal sein. Ja, du, weißt du, ich hab mit der Zeit gelernt, Ansprüche so ein bisschen runterzuschrauben. Wenn die Leute halbwegs gerade auslaufen, dann bin ich eigentlich schon relativ froh, tatsächlich. So nach und nach schraubt man so Ansprüche ein bisschen runter. Normalerweise willst du halt den Buff auf 10 stacken, ne? Aber wir machen jetzt hier keine Spirenzchen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, den einen ziehe ich hinter die Gruppe rein, plus die Putt und dann die noch nach und so, aber wir machen das jetzt hier safe. Wir haben jetzt auch nicht so Ulti-Schaden dabei, dass wir die Mob schnell genug tot kriegen würden. Die casten halt auch viel irgendwelcher E- oder Random-Flächen. Also selbst wenn ich das überlebe, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass die Gruppe das leider überlebt. Das ist immer so ein bisschen die Geschichte. Für die außer die mit dem größten Mund sind die schlimmsten. Ich mache das meistens so, dass ich am Anfang, wenn ich irgendwas Spezielles machen will, wie ein Skip, dann schreibe ich, ich will skippen und während dem Run schreibe ich gar nichts. Weil das bringt nichts. Es gibt so Leute, die fangen dann auch während dem Run zum Diskutieren an. Und dann denke ich mir, das macht halt einfach keinen Sinn, im Run zu diskutieren. Also, außer das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Aber selbst wenn das schlecht läuft, sich dann gegenseitig zu flamen, damit kommst du ja nicht schneller voran. Wenn ich schreibe, dann kann ich nicht gleichzeitig meine Tasten drücken, ne? Nichts machen. Also deswegen fange ich das gar nicht erst an. Also da gehe ich auf keine Diskussionen ein, weil das meistens dann zu nichts führt, tatsächlich. Ich lasse jetzt den Heiler noch kurz recken. Okay, auf geht's. Lasst uns anfangen! Ihr werdet gestehen. Komm, geh weg, Hunter. So oder so. Wo ist unser HT? Killads. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen hinter. Du hast den Einschlag, das ist fies jetzt. Ihr werdet gestehen. So. Ja, komm mit, so. Du Kackboss, ich hasse das, wenn der züchtigt und dann nicht aus der Void rauskommt, ne? Gut, das ist kein Boss-Buff, also dürft. Hero? Killads. Ach fuck, jetzt schreibe ich Hero und bleibe in der Scheiße stehen. Deswegen sage ich, während dem Run nix schreiben, ne? Kann ich mir nicht erzählen, jetzt bin ich der Vollidiot, der hier den Scheiß abgekriegt hat. Aber ich kann mich zum Glück selber dispeln. Und ich kann nur andere runterdispeln. Ihr werdet gestehen, so oder so. Aber bevor wir wieder kein HT haben, ne, schreibe ich es lieber. Wie in dem anderen Run vorher, wo wir ein einziges Mal in einem kompletten Run HT hatten. Halt, ich muss nur drüben bleiben. Na, jetzt. Oh, lauf doch da nicht rein! Warum muss der Caster in Melee-Range kommen?
Das ist immer das, was ich am allermeisten hasse. Jetzt sind alle in Melee-Range bei dem Kack-Effekt, ne? Eieieiei. Wir brauchen noch Prozent. Also 77 brauchen wir. Wartet, bis die schnell ein bisschen weg sind. Fuck, kommt der Große mit? Sag mir... Ah, fuck. Ja, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht haben. Wie bringt denn der? Der bringt 1, irgendwas. Dann habe ich jetzt 4. 5. 77,7 brauche ich, ne? Ne, brauchen noch einen. Die brauchen wir noch. Ja, aber gut, das, da wäre jetzt nichts machbar gewesen. Darf ich bloß meinen Boss nicht potten oder irgendwas, dass ich danach meinen Pot ready hab. Holy shit. Ganzen Ghule hier, sag's euch. Okay, jetzt haben wir eigentlich zu, als 3% zu viel, aber egal. Problem ist, wir haben 1%, 0, irgendwas blöderweise gefehlt. Interrupt. Komm, ich kann walken. Okay, gut, sie haben Stun-Totem drauf. Interrupt. Warte, der Convoke, da ist nichts mit Interrupten. Das rentieren. Ich kann sie nochmal knocken. Interrupt. Ich schreib's jetzt nochmal, dass sie den Pot safen sollen, ne? Der Boss dürfte jetzt eigentlich nicht sonderlich viel machen, ehrlich gesagt. Nur 17 Minuten. Ich denke mal, in der Zeit sind wir ganz gut, da kannst du jetzt nichts sagen. Ich höre. Gut, auf geht's. Warnerheiler scheint halbwegs zu passen. Defensive. Hat er doch ganz gut rausgehauen. Gut, dann nehme ich jetzt halt nur 2. Oh, kacke, das Ding hast du kaum gesehen da unten. 2 Effekte reichen eigentlich. Range Fight. Der Hunter da gerade gefressen, dass der... Dass der so low ging. Mir geht die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. Boss ist nur 1 drin, ne? Aber gut, das hat jetzt keiner genommen. Range 5. Darf. Defensive.
Komm, ich zieh meine Wall. Sicher ist sicher. Ich kann eigentlich meine Inka jetzt raus und danach skippen wir ja eh durch. Mir geht die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. Da sind zwei direkt im Boss drin gewesen. Na gut, ich hab drei, passt. Range 5. Defensive. Ja, gut. Die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. Wenn da hinten will keiner oder was? Also da liegt auch noch einer irgendwie. Ich warte mal, ich nehme mal eins, wo die neben mir liegen und dann warte ich mit den letzten, ne? Oh, da wird wahrscheinlich jetzt der eine oder andere rippen, oder? Weil sie keine für uns mehr haben. Noch so viel zu entdecken. Schnell, Sterblicher! Flieht mit so. Den blutigen Tiefen kann niemand entkommen. Auch ihr nicht. Ich hab doch ex... Ach Mist, ich hab das Ding nicht... Ach, wir haben das Ding. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir ihn retzen können. Nee. Na, zum Glück können wir einen Battle retzen. Ich habe halt hier schon reingeedit. Ich habe halt das Ding vergessen, ne? Aber gut, dass es der Shami geholt hat. Das wäre jetzt bitter gewesen. Find shelter. War da nicht drin gestanden, oder was? Oh boy. Es geht jetzt gerade hier nach hinten los, ich sag's euch. Ich zieh's extra late, ne? Weil das läuft halt aus nach ein paar Sekunden. Ja, fiss dich, grüß dich. Eigentlich pull ich die immer in das andere mit rein. Nee, komm. Wir machen das mal nicht. Wir machen es mal safe jetzt. Eigentlich geht es easy, ne? Aber... Muss der eine das hier aktivieren? Macht dann. Weil dann kannst du hier übelst die hochstacken, ne?
wir haben auch 9 Stacks. Das passt auch so. Wir standen zum Glück alle drin. Oh, was zur Hölle? Der Hunter hat hier hinten die Mobs gepult. Gehen halt die ganzen Explodinger wieder hoch. Holy moly. Also normalerweise ziehe ich da viel mehr rein an Viechern, aber... Warte mal, da ist ein so ein Hund durchgegangen. Macht halt irgendwie kaum einer mit, diese Dinger, ne? Ich muss halt hauen, spammen, dass ich mein Schild kriege. Und das macht halt nur AE-Schaden. Damit kriege ich sie halt blöderweise nicht. Muss ich sie immer anvisieren und auto-hitten, dass ich nebenbei mein Schild nur abbasteln kann. Gut, wie lange haben wir jetzt? Nur 9 Minuten. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Find Shelter. Findet ihr euer Ende! Was dauert 2 Minuten? Ja, sowas rum. Es ist ja nicht Boss-Buff, also die Zeit sollte eigentlich, wenn wir jetzt nicht vipen, gut reichen. Bei vipen haben wir halt ein Problem, weil wir halt das Zeug geskippt haben, ne? Und das dann immer nicht ganz so optimal ist. Ich glaube, der cleaved. Ich weiß nicht, ob das clever ist, dass der Warrior davor steht, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt mal den großen dispellen, nicht die kleinen. Ich habe da halt auch 10 Sekunden Cooldown drauf, ne? Da muss man mal ein bisschen gucken. Wenn alle gleichzeitig ragen, dann musst du am besten den stärksten raussuchen. Hier stirbt eigentlich meistens immer ein Melee an den Fallen, ne? Weil dann in dem Shit drin steht und dann einfach weggeratzt wird. Sieht man aber auch echt schlecht teilweise. Oh, der Warrior ist durch beide Fallen durchgelaufen, ist aber nicht gestorben. Interesting. Interesting. Hätte es nicht gedacht. Ich dachte, der rippt daran tatsächlich. Mal einen runternehmen. Na gut, mittlerweile hast du auch ein bisschen mehr Leben, ne? Mana sieht gut aus, auf geht's. Komm, wir können mal nochmal so prophylaktisch einfach einen Pot reinhauen. Watch your step. Euch fehlt die Kraft des Steins! Jetzt haben wir gerade ganz gut Schaden, oder? Ah ne, der ist ja schon ein bisschen Prozent runter, wollte gerade sagen, ne. Hab mich vertan. Find Shelter. Ich hab ihn gerade so ein bisschen außer Sicht verloren, muss ich ehrlich sagen. Fuck, ich stehe in dem Scheiße drin. Ich hab genug Schild, das sollte eigentlich passen. Bock mal noch ein bisschen. Watch your step. Find shelter. Also ganz, der eine stand halt nicht drin. Wie? Der Priester, ne? Der ist 5-mal jetzt gerippt. Watch your step. Euch fehlt die Kraft des Steins. Kann ich mir doch nicht erzählen. Also, er hat am Anfang so eine große Fresse gehabt. Ihr
Find shelter. Euch zu Fall bringen. Watch your step. Für eure Verbrechen. Ich kann den wahrscheinlich nicht retzen, oder? Oder liegt der da irgendwo oben? Na doch, ich kann ihn sogar retzen. Oh boy. Ich dachte, ich komme nicht ran, ne? Aber der liegt hier. Die haben bei ein paar Sachen das bisschen verbessert. Fuck it. Dass wenn Leute irgendwo runtergehauen werden, dass die Leiche mittlerweile oben liegt, ne? Sonst hast du immer früher versucht, an Kante irgendwie noch so hinzukommen. Find shelter. Euch zu Fall bringen. Ach, der Heiler. Watch your step. Blutet für eure Verbrechen. Man kann zum Glück anken. Genug. Ja gut, mal schauen, was bringt es. Viele Punkte bringt es wahrscheinlich nicht. 17 Punkte, gar nicht schlecht. Heute nicht, Karl. Gar nicht schlecht, komm, gib mir Handschuhe. Bitte nicht dieses Tank-Trinket. Okay, ich habe einfach gar nichts gekriegt. Geldsterblicher, ich Perfekt. Halte sie auf. Perfekt. Ja gut, wieder einen Run durch.